Also seit zweieinhalb Stunden übertragen, seit mehr als zweieinhalb Stunden übertragen wir jetzt schon die Königsparade des Neusser Schützenfestes. Und ganz am Anfang, da hat Judith Wolters gesagt, ich freue mich auf meine Gäste und ich freue mich vor allen Dingen auf den, der das alles organisieren muss. Der ist nämlich jetzt bei dir, Judith. Bitte, du bist dran. Der Oberschützenmeister Martin Flecken. Selten haben Sie die Ehre, in den Vordergrund zu kommen. Eigentlich wirkt er nämlich nur im Hintergrund. Vielleicht erzählen Sie selber mal ganz kurz, was macht denn ein Oberschützenmeister? Das alles würde doch ohne Sie überhaupt nicht laufen, oder? Ach, da bin ich ein bisschen bescheidener. Der Oberschützenmeister, das habe ich mir gedacht. Der Oberschützenmeister ist zunächst mal nach der Satzung zuständig für die Schießen auf der Wiese, also für die Ermittlung des neuen Schützenkönigs, für die Aufwahrung der Gerätschaften des Bürgerschützenvereins. Und eben auch für die Abläufe. Und das heißt, ich bin eben zuständig hier für die Parade, für den Ablauf, für den zeitgerechten Ablauf der Parade, auch damit alles über den Äther und in den WDR kommt. Und habe daneben noch diverse andere Aufgaben, wie zum Beispiel, gleich ist ja das Festessen, das Königsmahl im Zeughaus, da darf ich die Speisen und Getränke auswählen, die Tischordnung machen, wobei dann aber andere Komiteemitglieder eben auch nochmal kurz drüber gucken. Aber ich bereite das im Hintergrund vor. Ich merke schon, Sie haben jede einzelne Aufgabe auch direkt im Kopf und abrufbar. Das heißt, Sie kennen ja eigentlich Mann und Maus und wissen genau, wer wann wo zu welcher Zeit zu sein hat. Das ist annähernd so. Da hilft mir aber auch, dass ich eben alter Neusser bin, mache jetzt das 41. Mal mit, das 13. Mal im Komitee. Und bevor ich ins Komitee kam, war ich auch schon 12 Jahre, beziehungsweise 12 Schützenfeste. Es waren nämlich nicht ganz 12 Jahre im Vorstand der Schützenlust. Jetzt ist das so, da muss man ganz, ganz viel organisieren können. Hat das ein bisschen was damit zu tun, dass Sie 4 Kinder zu Hause haben und da schon das Organisieren so mit links gelernt haben? Das kann gut sein, wobei meine Frau wahrscheinlich sagen würde, dass ich zu Hause wegen meiner Pöstchen viel zu wenig organisiere. Gibt es da Kritik? Dann und wann, was sagt die Familie dazu, wenn Sie so viel machen für das Schützenfest? Also gerade das Schützenfest ist bei allen Kindern auch sehr akzeptiert. Während andere bei anderen Sachen, die Sachen sagen, die Papa, das ist ja peinlich, aber das Schützenfest ist eben auch bei den Kindern in Fleisch und Blut übergegangen.